Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ganz gern 10 Produkte zeigen, die unter 10 Euro kosten und die ich ganz, ganz großartig finde. Es sind leider 3 Produkte dabei, die ein klein wenig mehr als 10 Euro kosten, aber das schwankt so zwischen 1 Euro und 50 Cent, also jetzt nichts allzu Dramatisches. Verzeiht mir das bitte, dass das jetzt nicht so genau ist mit den 10 Euro, aber ich denke mal mit 50 Cent bis 1 Euro kann man vielleicht noch leben. Es sind definitiv auch ein paar Sachen dabei, die ihr auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt, deswegen würde ich jetzt gleich damit starten. Das erste Produkt, das ich euch unbedingt zeigen möchte, ist von Nabla Cosmetics. Das ist eine italienische Kosmetikmarke, die vegane Kosmetik herstellt. Und das hier ist ein Contouring-Puder, also ein Contour-Puder in der Farbe Gotham. Und das ist wunder, wunder, wunderschön, weil es wirklich sehr gut geeignet ist für sehr hellhäutige Menschen. Also ihr seht schon, es ist wirklich, wirklich hell. Und vor allem hat es einen kühlen Unterton. Dadurch sieht es weder dreckig aus, noch zu orange oder einfach eigenartig. Das stört mich zum Beispiel persönlich an so Drogerie-Konturpudern. Die sind meistens viel, viel zu warm, als dass man sie als Konturpuder nutzen könnte. Also man kann die dann ganz gut als Bronzer verwenden, aber als Konturpuder taugen sie leider nicht so gut. Deswegen mag ich dieses hier von Nabla sehr, sehr gerne. Ich habe es heute auch benutzt, aber ich denke, man wird es in der Kamera jetzt nicht so sehr sehen, weil ich nicht so viel davon genommen habe, weil ich das nicht so mag, wenn das total extrem auffällt. Also wenn ihr auch sehr helle Haut habt und nach einem Konturpuder sucht, was für eure helle Haut geeignet ist, dann kann ich das hier definitiv empfehlen, auch wenn es ein bisschen mehr als 10 Euro kostet, nämlich 10,50 Euro. Das nächste Produkt, das die 10 Euro Marke um 95 Cent übersteigt, ist dieses LA Girl Pro Coverage HD High Definition Dingsy Bumsy, also diese weiße Foundation, die man zum Aufhellen von anderer Foundation benutzen kann. Und die habe ich jetzt schon sehr lange in Verwendung und liebe, liebe, liebe sie einfach total zum Aufhellen von Foundation, weil ich im Winter eigentlich kaum eine passende Foundation habe, die wirklich zu meiner Haut passt, weil im Winter meine Haut einfach immer sehr viel heller ist und dafür benutze ich die unfassbar gern. Ich habe halt auch in der Sammlung einige Make-ups, die für mich doch leicht zu dunkel sind und ich muss sie aufgrund dieses Produkts nicht wegschmeißen. Die enthält leider ein paar Duftstoffe, also wer hier wirklich Probleme damit hat, der ja wird kein Freund davon werden, aber ich liebe die auch von der Textur. Und sie verändert das Make-up nicht komisch, was ich zum Beispiel mit meinen mineralischen Sonnenschutzprodukten habe, weil ich ab und zu mal damit aufgehellt habe und dadurch sieht eben die Foundation doch recht cakey aus. Das ist mit diesem Produkt absolut nicht der Fall und ich liebe es extrem und kann es jedem Menschen weiterempfehlen, der seine Foundation auch aufhellen muss. Zu der nächsten Produktsparte gehört auch ein Lippenstift, den ich heute trage. Und zwar diese Metallic Liquid Lipsticks von Milani. Ich hatte euch ja mal in einem Haul, glaube ich, gesagt, dass ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich die mag oder nicht. Aber jetzt nach doch so langer Verwendung kann ich sagen, dass ich sie definitiv mag. Vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis haben sie mich total überzeugt. Klar, es ist jetzt nicht so, dass sie extrem leicht auf den Lippen sind. Also man merkt schon, dass irgendwas drauf ist, aber es ist definitiv nicht schlimm und man kann auch drüber hinwegsehen, vor allem wenn man nicht allzu viele Schichten davon aufträgt. Ich finde halt auch dieses metallische Finish total schön und die Farbauswahl ist super. Also die haben jetzt noch ein paar neue Farben im Sortiment und die Verpackung sieht jetzt auch mittlerweile ein bisschen anders aus, aber es sind trotzdem noch die gleichen Produkte. Und wie gesagt, ich mag die sehr, kosten unter 10 Euro und wenn man sowas mal ausprobieren möchte und jetzt nicht unbedingt Lime Crime oder Jeffree Star oder sowas aus Amerika bestellen will, dann kann ich die definitiv empfehlen, vor allem weil sie halt auch einfach günstiger sind. Zu einem absoluten Liebling hat sich bei mir auch die L'Oreal Miss Hippie Mascara gemausert. Ich finde, sie gehört zu den besten Drogeriemascaras ever. Ich habe schon einige ausprobiert und für den Preis bekommt man einfach ein ganz, ganz großartiges Produkt, was die Wimpern nicht verklebt, was toll Schwung macht, was super hält, von dem man keine Panda-Augen bekommt. Außerdem vertrage ich sie
auch sehr gut. Normalerweise drehen meine Augen auch ab und zu, wenn ich irgendeine Mascara benutze, aber die hier ist echt top und ich bin wirklich begeistert auch von der Haltbarkeit und kann sie wirklich jedem ans Herz legen, der vielleicht noch eine gute Mascara aus der Drogerie sucht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie definitiv unter 10 € kostet. Ich glaube 9,95 oder so. Also falls ihr noch auf der Suche nach einer sehr guten Wimperntusche seid, dann kann ich die euch hier sehr empfehlen. Und es ist auch tatsächlich ein Hautpflegeprodukt dabei, und zwar dieses BPO Acne Gel. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Größe ihr kauft. Ich habe um die 7 € bezahlt, weil ich hier die 30 Gramm benutze. Und das ist so das einzige Hautpflegeprodukt, was ich euch heute zeigen werde, weil ich eigentlich bisher auch noch nichts Neues und sehr Spannendes entdeckt habe, wo ich sagen würde, wow, das gehört definitiv unter die Top 10. Aber das hier muss einfach dabei sein. Ihr habt so schon mein Jahresfavoritenvideo gesehen. Das verlinke ich euch nochmal. Da könnt ihr nochmal nachschauen, warum ich es so mag. Also es hat mir auf jeden Fall bei meinen Hautproblemen unfassbar gut geholfen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall weiter benutzen, bis meine Hautprobleme wieder ein bisschen abgeklungen sind. Auch ein totaler Favorit ist dieser Corrector von NYX in der Lavender-Farbe-Version, also in dieser Lavendelfarbe. Und ja, ich benutze den, um meinen Concealer aufzuhellen. Ich habe so ein paar, die ein bisschen zu dunkel sind momentan für den Augenbereich. Und dann tupfe ich mir meistens ein bisschen was von dem hier leicht hier auf und dann mache ich den anderen Concealer drüber und tue die dann so ein bisschen mit dem Beauty Blender vermengen und verteile die so unter dem Auge, und dafür ist er richtig, richtig großartig und ja, hält den Concealer super auf, macht den Blick etwas wacher. Ich würde hier trotzdem ein bisschen aufpassen, dass man nicht so viel benutzt, weil sonst wirkt das Ganze viel, viel zu gräulich. Also ich nehme wirklich immer ganz, ganz wenig und vermenge das miteinander, und dann kann man einfach seinen Augenbereich nochmal schön aufhellen und dann sieht das Ganze einfach viel wacher und frischer aus. Zum nächsten Produkt habt ihr bei mir auf Snapchat schon haufenweise Lobeshymnen gehört. Deswegen muss das hier einfach dabei sein. Und zwar ist die Rede von dieser NYX Tinted Brow Mascara in der Farbe Black. Und ich bin schon eine Weile drum rumgeschlichen, habe mich aber nie getraut, diese Farbe zu kaufen, weil Black klingt immer gleich so, wow, einfach too much, Spalten, Augenbrauen und viel zu viel. Aber die Farbe ist ein Ticken heller als meine normale Augenbrauenfarbe und deswegen passt das einfach perfekt. Das Bürstchen ist wundervoll. Wie gesagt, die Farbe ist toll. Man kann super, super aufbauen und die Haltbarkeit ist auch wunder, wunderbar. Also das ist für mich so ein neuer heiliger Gral unter den Augenbrauenprodukten und ich will absolut gar nicht mehr drauf verzichten. Das ist jetzt etwas, was ich auch jeden Tag nutze, und mein NYX Brow Pencil liegt einfach nur rum und ja, weint sich in den Schlaf, dass er wahrscheinlich schon so lange nicht mehr benutzt wurde. Das Augenbrauenpuder benutze ich auch nicht mehr. Also ich bin richtig überzeugt von diesem Zeug und kann es euch definitiv ans Herz legen. Ich habe noch zwei weitere Produkte von Nabla im Petto und dazu zählt dieser Highlighter hier. Ich war ja mir noch ein bisschen unschlüssig, als ich ihn bestellt habe und ausprobiert habe, ob er so großartig ist und ob ich ihn mag, weil er doch ein bisschen subtiler rüberkommt. Aber ich mag das irgendwie total, dass er doch so, weiß nicht, so subtil ist und nicht so extrem auffällt. Man hat nicht diesen krassen Balken und kann ihn trotzdem wunderbar aufbauen. Die Farbe ist richtig schön, die Qualität ist top, also da kann ich absolut gar nichts gegen sagen. Und mit 10,50 € ist er zwar um 50 Cent über unserer 10-Euro-Grenze, aber ich finde, das ist auf jeden Fall noch tragbar. Und ja, wie gesagt, ein wunderschönes Produkt mit einem wundervollen Glow. Und wenn ihr noch irgendwas in diese Richtung sucht, dann könnt ihr hier definitiv zuschlagen. Das zweite Produkt von Nabla Cosmetics ist dieser Einzellidschatten in der Farbe Juno Moon und der ist wirklich wunderschön. Der changiert so wunderbar, lässt sich ganz toll verarbeiten und sieht einfach total toll auf dem Auge aus. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde den einfach ganz großartig. Und ihr bekommt ja auf jeden Fall recht viel Produkt im Vergleich zu einem Make-up-Geek-Lidschatten, die ja mittlerweile ja schon ein bisschen teurer geworden sind als früher. Und deswegen, ja, kann ich definitiv ein Go geben für die Lidschatten von Nabla. Ich habe noch ein paar andere und mag diesen besonders gerne, weil er einfach so, weiß nicht, so was Besonderes hat. Und ja, ich liebe solche Farben einfach, deswegen
ganz, ganz große Liebe dafür. Und da sind wir schon beim letzten Produkt angekommen und hierbei handelt es sich um diesen Gel Eyeliner von LA Girl. Und ich weiß gar nicht, glaube ich, bin durch irgendeine andere YouTuberin auf die Dinger gekommen. Ich verlinke euch mal den Channel von ihr und dachte mir so, ja, schon wieder irgend so ein Gel Eyeliner, kostet 5 Euro. 5 Euro für einen Eyeliner, ist ein bisschen viel, aber probierst du mal aus, wenn die den so in den Himmel lobt, dann muss das ja was Feines und was Schönes sein. Deswegen habe ich mir den bestellt und ich sag euch, das ist definitiv sein Geld wert. Tja, der Postbote klingelt halt meistens doch zu den ungünstigsten Momenten. Aber wisst ihr, was er mir gebracht hat? Noch mehr LA Girl Glide On Eyeliners oder wie die auch heißen, also diese Kajalstifte. Und ja, das sagt schon, dass ich sehr überzeugt bin von diesen Produkten. Also diese Farbe zumindest liebe ich abgöttisch. Die Haltbarkeit ist top. Man kann es auch so ein bisschen verblenden. Das geht auch noch, bis er dann eben antrocknet. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Die 5 Euro haben sich definitiv gelohnt und ich freue mich schon auf die anderen Farben, die gerade angekommen sind. Das war's, ihr Lieben, mit meinen 10 Produkten unter 10 Euro, beziehungsweise 3 Produkte waren ja ganz leicht über 10 Euro. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, ob ihr ein paar der Produkte kennt und was so eure Favoriten unter 10 Euro sind. Ich lasse mich doch ganz gerne inspirieren. Vielleicht kann man ja ein paar neue, coole Sachen entdecken. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!